Moin, moin, ey, du Banane. Ja, willkommen zurück zu Grounded. Und falls ihr euch wundert, warum ich Heinrich gerade geschlagen habe. Hab ich getroffen? Ja. War aus Versehen. Oh, da war ein Pfeil. Warte. Wo ist der Pfeil hin? Ach, hier. Ja, willkommen zurück zu Grounded und... Ach, da ist noch ein Pfeil. Warum habe ich 92 Pfeile? Oh, ist halt so. Das ist ein Marienkäfer, wollen wir den hüten? Oh, ja! Liebe Mathilde, natürlich will ich den Marienkäfer töten. Ich habe sogar was zu essen gefangen. Haha. So. Oh, wir bist denn da hochgekommen? Oh, noch was zu essen. Tja. Durch Können. Können kommt von kann, ne? Aber ohne dich wird das hier nichts, glaube ich. Oh, ich glaube, wir lassen es. Wieso? Ich habe keinen Bock, jetzt auch noch mich um die Spinne da zu kümmern. Ach, immer diese. Einfach feuern. Das sind zwei Spinnen. Ich habe im Gegensatz zu dir keine 90 Pfeile dabei. Schlecht organisiert. Ich dachte, 40 Pfeile reichen. Achtung, Marienkäfer kommt. Ja. Kannst ja die Pfeile sammeln, die da unten sind. Ey, du Kackvieh. Was denn? Achso. Nee, aber ich nutze hier einfach den Unkrautstängel als Schutzbarriere. Ja, du machst das schon gut. Ich spiele Legolas von hinten und alles. Nein, Heinrich, töte ihn! Emmertal! Rette mich! Willow! Sollst mich retten? Ich drück doch schon eh. Wolltest du spannend machen? Well. How was a near-death experience? Ah, Pfeile. Beeil dich, bevor die Spinnen kommen. Spinne! Ich könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Vorsicht, da kommt noch einer. Ja, noch einen vertrage ich nicht. Ah, die töte ich jetzt auch gleich. Da sind noch zwei. Wir müssen alle sterben. Ich will sie alle tot haben. Ich will meine Pfeile wieder haben. Feiglinge! Die eine schiebt die Rabenfedern weg. Ach, ich muss mir erstmal heilen. Aber der Minzhammer ist super. Achtung, einer kommt wieder. Lauf weg. Ach, sie rennt schon weg. Es ist eine Scheißspinne. Da, liegt nochmal ein Pfeil für dich. Den hatte ich aufgelegt. Danke. Hast du denn alle, oder? Nee, hier liegen noch ein paar. Ja, hier auf den Holzdingern ist ja Essen. Buggy. Läuse. Nein, komm, jetzt reicht mir. Ich habe noch 74. Boah, reicht erstmal. 38. Siehst du, hast jetzt ein paar Pfeile mehr. Nein, ich hatte vorher 40. Ich hab Marienkäferkorb, juhu! Das freut mich. Können wir Marienkäfer, glaube ich, ausstopfen oder so. Wenn das ging. Ah, nee, Insektenaxt könnte ich bauen. Ey, ihr kleinen Schweine. Ja, von denen habe ich auch schon ein paar. Ist ja nie verkehrt, kann man immer gebrauchen, die Viecher. Außerdem habe ich Hunger. Oh, Spinne! Ich bin weg. Uhuhuhu. Ich bin toller. Wo ist denn? Die haut doch eh gleich ab, die Spinne. Irgendwas ist unter mir her, ich weiß aber nicht was. Hm.
Also in deine Richtung geht, hinter dir ist eine Spinne. Geht da lang. Genau, wir wollen, ich weiß nicht, hattest du gesagt, was wir heute machen, Heinrich? Gab gleich Action, ne? Ja, ja. Wir wollten zu Burgle was abgeben und dann wollten wir Marienkäfer töten. Aber Marienkäfer haben wir ja wir schon... Wir wollten so ein bisschen Besorgungen machen. Ja, Fall. Heute besorgen. Genau, bevor wir wieder in den Teich gehen, weil wir brauchen noch dies, wir brauchen das, wir brauchen noch jenes. Hm. Ah. Bist du Buggy? Ah, sind zwei. Okay. Nee, dann lasse ich euch mal in Ruhe. Ja, also in den Teich werden wir auch noch gehen, aber so wie es aussieht, nicht heute. Ja, der Teich läuft ja nicht weg. Nö, der wird auch nicht so schnell austrocknen. Hallo, Burgle! Ich höre ja Burgles Stimme. Oh, ich bin irgendwie woanders lang gegangen. Scheiße. Da war kein Burgle. Ich dachte, ich wäre hier Burgle. Aha. Diesmal war unter dem Baum war eine Spinne. Wie nenne ich sie? Boah, 2000 pure Wissenschaft. Boah, was können wir damit machen? Wir haben jetzt 6050. Knapp. Brauchen wir nicht 10.000 für irgendwas? 7.000. Oh, Kieselfundament. Eichelschaufenverbesserung. Wimmerndes Fundament kann man bauen. Wir könnten eine Wasserbasis bauen. Was machen das hier für komische Geräusche? Hörst du das? Ja, es ist hier bei mir, wenn sowas... Warte mal, wo sind denn die Seilrutschen hin? Da sind sie. Oh, 7500, ey. Oh. Oh, das Wasser glitzert ja aber. Waren hier nicht immer irgendwo... Warte mal. Die Science-Punkte kommen ja irgendwann wieder vor, ne? Ja? Ja, die werden ja irgendwann sind sie ja wieder da, oder nicht? Hab doch hier irgendwo mal im Labor. Oh, Ameisen. No. Nö, die sind keine Science-Punkte mehr. Okay, hätte sein können. Wir brauchen auf jeden Fall Beeren. Wir haben kein Bärenleder mehr. Ich will zur Safttüte, da gibt's bestimmt was zu trinken. Ja, ich müsste auch was trinken und essen und... Überhaupt, ne? Ja, wenn wir sowieso Beeren zum Beispiel besorgen wollen, dann sind wir ja in der Nähe von was zu trinken, weil wir da ja ein Netz aufgestellt haben. Jo. Würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg dahin. Hast du schon genug Nussschalen? Ja. Hier gibt's doch noch Nussschalen, lass uns die doch auch nochmal kloppen. Oh, Inventar ist voll. Bin ich den schon wieder voll? Er hat so viel Essen mitgenommen. Och. Worse than my mom's Brussels sprouts. Haben wieder ein kleines Meckerkätzchen. Die hat wahrscheinlich nicht mitgerechnet, dass wir aus dem Wohnzimmer weggegangen sind und jetzt ruft sie nach uns. Genau.
Hä? Warum bin ich im Voll? Jo. Eichelkappen brauchen wir ja nicht unbedingt, ne? Nee, ich wüsste jetzt auch nicht wofür. Aber die Eichenschalen, die kann man immer gut gebrauchen. Hast du die Schale genommen? Ich glaube ja. Okay. Ja, ich wollte noch mal ein paar Kisten bauen, wo wir sozusagen unser... Oh, warte, hier war eine Mane gerade. Lecker. Ja, wir haben von Birgel den Auftrag bekommen, Maden zu töten. Ach nee, Larven. Ja, Larven. Ach, die finden wir aber ja auch da hinten. Und noch diese kacknervigen Viecher. Genau die. Oh, oh, irgendwo ist was. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht wo. Ich habe Angst, dass es einem Dings ist. Aber ich sehe nur die Hälfte, weil eine Katze der Meinung ist, vor meiner Nase rumlaufen zu müssen. Also ich sehe nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Larven. Warte, ich esse jetzt ein paar Eichelbrocken. Trinken. I know I'm a picky eater, but still. Ist hier gerade nochmal Wasser runtergekommen? Also nicht für mich, für dich vielleicht. Ich habe nichts gesehen. Nö, ich habe gerade getrunken, ist alles gut. Okay. Ah, da ist noch ein Tropfen, falls du magst. Wir sind auch gerade hier drüber. Nee, ich höchstens was zu essen. Macht ein bisschen satt. So auch nicht. Ich habe aber auch sonst was, was wir auf den Grill hauen können. Ja, ich auch. Aber bis wir zu Hause sind, ist bestimmt schon schlecht. Ja, aber wir sind doch hier auch in der Nähe von unserem. Also, wir wollen ja sowieso da hinten hin, da zu den Bären und... Achso, da können wir vielleicht, da haben wir ja unser... Genau, da haben wir was zum Grillen. Wobei hier auch noch ein Grill ist und ein Marker. Ach stimmt, hier haben wir auch einen Grill. Und hier ist so ein Marker, der noch nicht gesetzt ist. Oh, dann machen wir den doch mal. Hast du noch Platz für Milben? Oh. Ja. Hier. Wo ist der Marker? Hier unten ist einer angezeigt. Ah. Ich habe aber jetzt nichts dabei und keinen Platz. Die klassischen Probleme. Ich kann dir höchstens meine Nussschalen geben. Oh, da könnte eine Spinne drin sein. Ja. Aber schlafen die abends nicht? Ah, die ist noch nicht fertig. Hä? Doch, der ist schon fertig. Ich kann nämlich Set Custom Marker setzen. Hä? Den haben wir schon mal gemacht. Der kommt mir hier auch bekannt vor, deswegen haben wir hier sowas. Ach, aber ich brate hier gerade was. Der wird mir aber irgendwie durch, so blau angezeigt. Ja, mir auch, aber den haben wir schon mal gemacht. Na gut, dann hauen wir ab hier. So, ich habe auf jeden Fall was zu essen für dich. Perfekt. Ja, bekannt kam es mir auch vor. Hätte sein können, dass wir das jetzt machen müssen, offiziell. Nee, wir hatten das, glaube ich, schon mal offiziell gemacht. Mal, hier waren noch irgendwo die Larven. Können wir die vielleicht zuerst mal machen? Ja, erstmal brauche ich Ausdauer. Vielleicht gehen sie auch abends schlafen. Ich habe keine Ahnung. Kacklarven. Waren auf jeden Fall ein Haufen. Konnte man nicht übersehen eigentlich. Kampfmusik? Ja, die höre ich auch, aber ich sehe nichts. Oh, Larve aus dem Wasser. Der erwischt mich auch. Kacklarve. Eure Drüsen können wir auf jeden Fall gebrauchen. By the power of Helion, champion of the sun.
Ich dachte, es kommt ein Krokodil aus dem Wasser, was war eine Larve? Altes Spiel mit dem Krokodil. Huch. Ja. Das braucht erstmal Jahre, um das Spiel zu verarbeiten. Ich glaube, es ist sinnvoller, das im Hellen zu machen. Ich glaube auch. Gut, dann gehen wir erstmal. So, Vogeltränke? Genau. Was machen wir da? Blaubeeren jagen. Genau. Ich muss gleich noch erstmal was loswerden, weil durch das Essen, das ich für dich mittrage, bin ich voll. Ich dachte gerade, ich hätte eine dumme Larve gesehen. Da kommt immer die Kampfmusik. Ja, da war auch keine Larve. Das war so. Pseudo-Larve. Guck dir mal dieses ganze Wasser an. Ja. I mean, this is probably what bottled water is. Don't even need to boil it. So, dann lege ich dir Essen hier am Fuß der Treppe hin. Hatten wir nicht hier irgendwie mal einen Grill und... Ja, hier. Achso, da. Hier, bitte, Mahnenbraten. Nur für dich. Ach, Mahnenschleim, den brauche ich nicht. Davon Yummy. A little chewy, but not bad. Oh, jetzt habe ich hier Platz. Super, dann können wir ja gleich Bären jagen. Jo. So, was war der einfachste Weg da hoch? War denn nicht auch mal eine Treppe hochbauen? Ach, warte, guck mal, da ist ein schönes Blatt, da kommt man bestimmt hoch. Hätten wir echt mal machen können, ne? Wenn wir hier schon gebaut haben, ey. Hätten wir echt mal eine Abkürzung bauen können. Oh. Ja, aber da in der einen Wand, da war doch eine Abkürzung. Aber nur auf das eine Plateau, oder? Ja, aber von dem ist man ja auch da zu den anderen Teilen gekommen. Ach, hast du Glück, dass ich genug zu essen habe. Ich habe dir ja auch erst was gegeben. Ich habe auch noch Läusebraten. Ja, Räucherfleisch und ich habe auch noch Eichelbrocken mit. Ich habe auch noch gerade Essen gebraten in der Zeit. Uiuiui. Es ging rasend schnell. Ui, Spinnentown. Wo? Oben? Na, da, wo ich gerade lang gelaufen bin. Ey, wo sind die ganzen Grashalme hin? Die haben euch alle verballert. Die verschwinden? Schweinerei. Die kann man über einen Ast übrigens hoch. Tüdelü. Und Tüdela. So. Auch hier wäre es wieder sinnvoller, das im Hellen zu machen, dass man Bären sieht, die man abschießen kann. Ja, das ist wieder ein Science-Punkt. Das Science. Und eine Beere. Das ist gut, dann bau sie ab. Ja, die Frage ist nur, wo sind die Spinnen? Bei mir. Achso, ich bin ja voll, ne? Das alte Problem. Klaus, lauf. Du bist frei. Oh, ich wünsche mir noch einen Flammenwerfer. So, oh, hier ist eine Beere. Oh ne, ist nur ein Kiesel. Für die ganzen Spinnen hätte ich gern einen Flammenwerfer. Gut, dass die Entwickler uns zuschauen. Bitte baut einen Flammenwerfer. Hm. Sieht tief aus, wenn ich da runterspringe zu dir. Oh, ich sehe Sasa Science. Und ich sehe Spinne. Ah, da pennen sie, die Schweine. Oh, 500 Science. Ja.
Jetzt mal so eine Pusteblume. Oh, oh. Sie hat mich gesehen. Oh, das sieht verdammt tief aus. Oh, da oben ist auch Saucer Science. Wie komme ich da hin zum Saucer Science? Vorbei. Ach, war nicht tief. Und hast du schon viele Bären gefangen? Gefangen sah ich schon. Zero. Zero, da war ich ja erfolgreicher. Ich habe ganze 7 Stück. Was? Hier schnarcht doch schon wieder wer. Ja, das ist bei mir. Bin ich gerade mal wieder dumm. Sag jetzt nichts Falsches. Nee, ich suche gerade selber hier. Warte, aber da geht's auf jeden Fall hoch und von da kann ich gut Beeren abschießen. Ach nee, das ist ein Stein. Dann schieß mal Beeren runter da. Warte mal, zumindest habe ich gerade irgendwie da dieses Labor oben gesehen. Oder auch nicht. Das ist hier aber auch so düster wie im Pferdearsch sein muss. Naja, bist halt unter so einem Gebüsch halt, ne? Das ist halt dunkel. Das ist ja wie ein Pferdearsch. Ist ja grün. Ah, das ist ja fies. So, jetzt bin ich auf jeden Fall oben. Jetzt habe ich zumindest Chancen, eventuell Bären zu sehen. Oh, Naturkunde. 2 von 3. Ach du Scheiße. Oh, da ist eine Beere. Wir sind ja auf dem Spinn. Die schlafen. Ja. Das war eine gute Idee, nachts herzukommen, glaube ich. Wenn man mal die scheiß Beeren sehen würde. Ich habe gerade eine runtergeschossen. Ich schieße jetzt wieder erstmal. Ja, ich muss erstmal zu dir in deine Richtung kommen. Du entfernst dich ja. Ja, ich laufe hier auf den Baum hoch, damit ich Beeren sehe, die ich abschießen kann. Ja, wenn ich nicht weiß, wo du bist oder nicht da bin, dann sehe ich ja nicht deine Beeren, wo die fallen, ne? Verstehst? Ja, ja. Gut, gut. Wann schlafen Arschlochkäfer? Ich hoffe nachts. Ich weiß es aber nicht. Oh, da ist Saucer Science. So, ich bin über dir. Ich kann mir auch eine eigene... Über mir? Unter dir, meine ich. Schieß mir selbst eine Beere runter, so. Selbst ist der Mann. Gerade habe ich hier noch irgendwo Saucer Science. Hey, du scheiß Beere, du bist Platz, komm her. Ja. Hier ist die Seilrutsche, aber zu der will ich gerade nicht. Zoom, guck mal wieder hoch. I, Spiderling, stirb, stirb, stirb. Noch eine Beere. Kann sein, dass das die Beeren sind, die ich hier abgeschossen habe. Ja, einen habe ich gerade selbst runtergeschossen. So. Better than starving. Und tschüss, Pilz. Dich nehme ich nicht mehr mit. Fallen lassen. Achtung, Beere kommt. Oh, da ist noch eine. Kann ich von der Beere erschlagen werden? Natürlich nicht. So, du bist da, da muss doch die Beere da irgendwo sein. Gib dir keinen Second, du. Da. Ich habe auf jeden Fall gerade 2 Beeren abgeschossen. Ich habe auf jeden Fall deinen Pfeil gefunden. Das ist schön. So, Nummer 2 und 3 habe ich auch. Oh, da sehe ich auch noch welche. Da waren sie wieder, meine Probleme. So, Kein Job, kein Geld, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ah, guck mal. Ah, so. Ein Schluck Tee getrunken und schon wieder Platz. Und ein Pfeil. So,
So, ich habe schon 25 und du? Ich schieße dir die Beeren runter, damit du die sammeln kannst. Pappelepapp. Gib dir gleich Pappelepapp. Aha, ein Pfeil. Zwei. Drei. Ja, ach ja. Und ganz nebenbei bekommst du meine Pfeile, mit denen ich die Beeren runterschieße. Oh, hier sind noch welche. Kannst du auch einen Speer benutzen. Und dann werfe ich den Speer, oder wie? Wenn die natürlich so hängen, dass ich die mit dem Speer anpieksen kann, dann mache ich das. Aber das ist nicht immer möglich. Ah, jetzt habe ich schon 30. Ah, was schmeiße ich denn jetzt raus? Ach komm, ich esse einen Laus. Ich glaube, mein Typ wird noch fett werden. Ich glaube, wir haben auch gleich schon soweit genug Beeren. Ich habe gerade noch mal zwei runtergehauen. Sollte dann erstmal reichen, denke ich. Oder was sagst du? Da bist du. Zwei runtergehauen. Ne, ich suche nur deine runtergehauenen hier. Ich meine, gleich ist meine Fackel kaputt. Da habe ich wieder einen Slot frei. Du bist in diese Richtung gegangen. Oh, ich mache gerade was ziemlich Dummes, wenn ich das mal so sagen darf. Dann machst du mal nicht ziemlich Dummes. Aua. Ach, ja. Oh, die sind ja ganz schön zermatscht, die Bären. Sammel mal deine Pfeile auf. Ups. Ich bin voll. Ab 40. Ich hab 6. Ja, dann könnten wir uns noch Dings besorgen. Hier, die Larven. Es wird ja langsam. Aber die Larven kann ich nicht mitnehmen. Ich bin voll. Also ich habe 3 Blüten. Also ich habe noch Platz frei und ein Speer ist fast kaputt. Ja, bei mir ist gleich die Lampe kaputt. Die Blüten nehme ich mal mit. Oh, hier ist noch eine Beere. Perfekt, das sind genau 10 Stück. 2 Uhr, es geht gleich die Sonne auf. Das ist. Genau, dann können wir auf die andere Seite vom See laufen. Über die tolle Brücke, die ich gebaut habe. Oh, hier ist noch ein Pfeil. Hm? Hier sind noch Wassertropfen. Warum kann ich nicht trinken? Verdammt. Ach, wir gehen doch sowieso bei der Vogeltränke vorbei. Ja, aber da waren so 2, 3, die waren im Wasser. Da konnte ich nicht trinken. Schade. Ah, Federn müssten wir eigentlich auch mal wieder sammeln. Damit kann man nämlich bessere Pfeile machen. Ja, dafür brauche ich die bessere Axt. Und außerdem verdrecken sie die Umwelt hier. Scheiß Pfeile. Feder meine ich. Den Vogel würde ich echt nochmal gern töten. Aus seinem Kopf werde ich gern ein Zelt. Wenn ich dann reingehe, dann mache ich dann oben immer eine Fackel, damit die Augen leuchten. Also langsam kann man die Sonne aufgehen hier. In echt geht sie auch um 3 Uhr morgens auf. Nicht im Winter. Hier ist es mindestens Herbst. My mom always says I light up a room. Deine Mutter, ey. Seine Mutter, nicht meine. Ich hab wieder einen Slot frei. Das ist schön. Oh, dieses Klee. Regt mich auf. Alter, nimm doch erstmal den kaputten Speer, nicht den heilen. Brauchst du noch Läuse? Nee, gerade nicht. Auf dem Frosch ist echt ganz viel. Einer auf der Faust, 2 hier auf dem Hals, einer noch am Rücken. Voll verlaust, ey. Hier auch noch 2 Stück. Alter, 6 Läuse hier. Das ist ja. Ja, aber jetzt gerade wollen wir Larven und keine Läuse. Ja. Ich
Ich glaube, ich schwimme gerade voll tot. Tja, wo waren die nur? Also irgendwo hier in der Ecke war doch irgendwo 10 Stück auf dem Haufen. Ja, ja. Oh, hier war ein Grashalm. Wir waren schon mal hier. Du gehst gerade, glaube ich, zurück zur Richtung Vogeltrinker. Hm. Oh, das kann sein. Ah, wenn hier die Vogeltränke sein soll, dann sind sie hier rechts. Was wir die gefunden haben, ist auf jeden Fall die Sonne aufgegangen. Ja, ich glaube, ich weiß, wo die waren. Ja, ich auch. Und ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Die Betonung liegt übrigens an der Stelle auf, ich glaube. Mhm. Ja, da ich dich noch immer sehe, das ist auch, glaube ich, die richtige. Ah, ich habe die Stelle gefunden. Ja. Ich glaube zumindest, dass die das ist. Ich bin auch der Meinung, das müsste sie sein. Nur kein Bock, dahin zu schwimmen. Ich höre auf jeden Fall schon Kampfmusik. Oh, schön, dann mach mal. Aber ich sehe noch nichts. Ja, die müsstest du eigentlich sehen. Die greifen dich ja direkt an. Ah, da. Heißes Scheiß-Klee, ich hasse Klee. Die hängt praktischerweise fest. Oh, noch eine Scheiße. Ah! Klingt gestresst. Ja, es sind halt mehrere hier. Soll ich leuchten? Da kommt die nächste. Ja, mach du mal. Am besten ohne selbst zu sterben. Jo. I was sure that was the end. Wie, das war nur 100? Ist ja doof. Gieriger Burgel. Geiziger meine ich. Entschuldigung, ich trinke erstmal Tee. Mach das. Ach. Jo. Würde ich sagen, bringen wir erstmal Zeug nach Hause. Jo, wir sind recht voll. Ja, ja, deswegen. Oh, da ist doch so eine doofe Larve. Stirb! Stirb! Ich liebe den Minzhammer. Oh, es waren noch eigentlich mehr, oder? Reicht doch. Na, okay. Lassen wir die ein, zwei da noch am Leben, damit sie sich weiter fortpflanzen können. Damit es hier neue Larven gibt. Genau. Was brauchen wir jetzt noch? Warte mal. Mhm. Schaufelschlucht. Oh, das passt ja. Die Markierung. Genau, oh. Das ist es. Larven, ganz viele. Milben. Naja, Milben. Ah! Oh Gott. Ich hab dich gerade fast getötet. Ja, weil ich dir den Arsch gerettet habe. Was soll denn die Markierung sein? Da. Das ist die hier unten. Ah, und jetzt meckert der hier viel Zutat. Pflanzenfaser, Kleeblatt und 2 Sprösslinge. Warte mal, Pflanzenfaser sind doch hier unten schon. Ja, das war doch die Scheiße, wo wir waren. Willst du uns verarschen? Oder geht das nicht, weil wir da eins gebaut hatten? Ich habe keine Ahnung.
Kann ich erstmal kaputt hauen? Ich wollte auf jeden Fall jetzt noch Kleeblatt und Sprössling war noch, ne? Alter, ein verfickter Sprössling. Komm ein schon. Ein Sprössling und ein Pflanzenfaser. Pflanzenfaser habe ich. Achso, Sprössling hast du und einen schon? So, jetzt ein Sprössling. Warte, ich habe das Ding einfach nochmal abgerissen und erst dann konntest du es wieder bauen. Okay. Weil das hatten wir definitiv schon mal gemacht. Weil ja. Ich blöd, wie ich war, einfach da so total blindlings reingerannt bin. Wir hatten bestimmt die Mission. Darum war der Marker genau da, wo er jetzt hin sollte. Hm. Und ich wette, das war das Problem. Wirklich. Also abreisen, neu bauen. Das heißt, also dann könnte es ja gut sein, dass die Missionen irgendwann sich doppeln oder immer dieselbe kommen. Aber Sprühflaschengipfel, da weiß ich nicht, was mit gemeint ist. Na, irgendwo wird es wahrscheinlich eine Sprühflasche geben. Eine Spraydose, hab ich noch keine gesehen, oder? Nee. Auf jeden Fall haben wir heute schon 2 Aufträge abgeschlossen. Way. Und ganz viel Science gefunden. Ach, ist die Kamera. Ich dachte, wenn noch mehr ist, das ist das Science. Oh, ich bin an unserer alten Base. Base. Hier noch wieder ist das Science? Nein. Schade. Das ist auf jeden Fall eine Spider. Nice and clean. Oh. Nein, ich habe da nur gesehen, dass sich das Gras so dolle bewegt. Schnell weg. Ah, ich hänge in der Krähenfeder fest. Kann dir nicht helfen. Kann dir nicht kaputt machen. Ich haue da irgendwie gerade durch. Jetzt bist du bei mir weg. Geht doch. Ich bin weggelaufen, aber weil ich die Feder eigentlich kaputt machen wollte, die sich aber von mir nicht kaputt machen lassen wollte. Spinn. Ach ja, und wenn wir einen Knochenspeer haben, dann können wir auch die Wasserspinnen besser töten. Dann kriegen wir von den Beinchen und mit denen können wir auch irgendwas Tolles wieder machen. Einen Flammenwerfer bauen. Wer weiß, vielleicht auch das irgendwann. Das wäre einfach die perfekte Antwort auf Insekten. Oder Insekten-Giftspray so. Gasmaske haben wir ja schon, damit wir selber davon nichts abkriegen und dann geht's los. I'd eat this normally. Kannst ja schon mal Bärenleder machen. Ja? Ja, du hast doch ganz viele Bären, also kannst du auch Bärenleder machen. Achso, ich dachte, das muss man irgendwo herstellen. Wo war denn das? Wo war denn das? Materialien. Ach ja, da war's. Warte mal, wofür braucht man das Bärenleder nochmal? Ich habe keine Ahnung, aber hier gibt's ein paar für den Stuhl, für ein Fragezeichen. Schützenmütze wollte ich, glaube ich, mal haben. Marienkäferpanzer. Oh, Marienkäferrüstung ist auch eigentlich gar nicht verkehrt. Ich glaube, ich muss das hier bauen, kann das sein? So, Bärenleder ist alle. Ich habe noch ein bisschen was gemacht. Was hast du dir gebaut damit? Noch gar nichts, ich habe einfach nur das Ding erstmal gebaut. Ich gucke erstmal gerade.
Marienkäferkopf braucht man für so einen Helm. Ich wollte aber eine Insektenaxt endlich mal haben. Damit ich Federn abbauen kann. Und dafür brauche ich Seide und Arschlochkäferteile. So, deine private Ausrüstungstruhe ist fertig. Oh, fantastisch. Ein Traum ist wahr. Ich finde das sehr praktisch. Ich hebe meine alte Axt nochmal auf. Vielleicht brauche ich sie ja irgendwann. Ja, ach so, ja. Wir haben aber ganz viele, glaube ich, davon. Deko. Deko, 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 Deko. I mean, this is probably what bottled water is. Marienkäfer konnte man gar nicht bauen. Nein. So, Blasenhelm. Dafür brauchen wir versunkene Knochen, Seegrasfasern und Seidenseil. Ja, Marienkäferteile hätte ich trotzdem noch gerne. Ich würde gerne so eine, also Kopf brauche ich, Köpfe. Eine Marienkäferrüstung würde ich schon gerne haben wollen. Ah, diese DE733-Items brauchen wir noch für diesen scheiß Knochendreizack. Ja, die waren im Wasser, ne? Okay. Oder haben wir sie nicht auch in der Basis gesehen? Ich habe die gar nicht gesehen. Du hast gesagt, dass du die gesehen hast. Ja, ich dachte, das wäre ein Fehler oder so, weil es einfach ein scheiß Name ist. Würde ich sagen, nächste Folge in Teich? Nächste Folge in Teich, würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, machen wir hier Break? Ja, klingt gut. Machen wir einen Break und dann geht's nächstes Mal weiter. Also, gesund bleiben, reingehauen und die uns noch nicht abonniert haben, abonnieren. Ansonsten, war noch was? Nö. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.